Willkommen YouTube, wir machen weiter mit LS22. Wir sind soweit. Da ist sie. Die Krone Bitback 1290 HDPVC. Ja, schönes Teil. Müssen wir sie auch wieder mit Ballengarn füllen. Ich freue mich auf Spawner Add-on, ne? Wenn man wieder Folie und so kaufen muss. Finde ich so geil. Weiß ich nicht. Eigentlich bin ich auch so der Typ, der so sagt, so, nee. Lieber ein bisschen Realismus wegpacken, dafür weniger Faden, so ein bisschen. Wisst ihr? Also gerade wenn es um große Anhänger geht, werden die auch im Let's Play noch welche kommen. Welche unrealistischen. Einfach weil ich selbst persönlich nicht so viel Lust habe, jetzt so immer mit 50.000 von A nach B zu dingeln und dafür mal fahren müssen. Es kommt natürlich auf die Map an. Jetzt hier so die Standardkarten, da geht das in Ordnung. Aber wenn man jetzt gerade so auf der Vierfach umzieht und dann da wirklich manchmal so 300.000 Liter vom Feld holt, dann ist das schon nervig, wenn du da zieh ich mal hin und her, hin und her, hin und her. Kommt immer ein bisschen aufs Hilfsmittel an. Und ja, je nachdem machen wir das dann auch. So. Jetzt tanken hier erstmal Siliermittel. Grundspeicher fast voll. Na, schön voll machen. Ne? Wie viel passen die denn rein eigentlich? Und jetzt sind wir natürlich die frische Palette, ne? Wie viele Liter gehen denn hier hinter? Die gehen ja mehr Liter als in einem Häcksler rein. Wer ist denn 20 Liter? Und er hat hier 100 Liter. Nein, ein bisschen weniger. Nee, ein bisschen mehr. Ein bisschen mehr sogar noch. Wow. So viel brauchen wir gar nicht. Aber ich kann irgendwie auch nicht aufhören. Das ist irgendwie voll hart. Also wir haben hier 120 Liter drin. Das ist irgendwie voll hart. Ich kann irgendwie nicht aufhören, weiß ich nicht. Das ist wie so eine Sucht. Heulager ist Stroh drin. Ja, ein bisschen Stroh haben wir noch, also. Wir werden hier erstmal gucken. Beingröße, machen wir 240er. Das war's schon. Dann geht jetzt los. Dann geht jetzt los. So, unser. Okay, es geht doch noch nicht los. Es tut mir leid, Leute. Es tut mir leid, aber die Ernte muss auch weiterlaufen. Ja. Wir haben gerade mal 19.000 Liter geerntet. Ja, da muss nur ordentlich Raps kommen. Wir wollen unsere Ölmühle ordentlich zum Laufen bringen. Das wollt ihr, das will ich. Und deswegen müssen wir hier jetzt leider ein bisschen durchziehen. Und dann geht los mit der Krone Big Pack. So, einmal bitte alles voll machen. Wir können jetzt leider auch hier auch nicht stehen lassen, sonst gibt es gleich wieder Probleme. Wir wollen ja den Roballen pressen. Dann ist hier auch gleich fertig. Dann sollten wir genug Zeit haben, um erstmal loslegen zu können. Und dann ist ja auch alle zufriedengestellt. Ja, schön ein bisschen verteilen. Machen wir ein bisschen hinten rauf. Gut. Und sehr gut. Und jetzt einmal hier rückwärts fahren. Dann hat er genug Platz und wir kümmern uns um den Grasball. Schon aufgeklappt. So. Pickup senken. Und wir schmeißen das Ding an. Okay, verbraucht aber auch ordentlich Siliermittel, muss man dazu sagen. Okay, 240 Ballen. Oh, und die kommen da schön raus wieder. Oh ja, das sind schöne Ballen. Schön mit der neuen Krone. Fehlt nur die Primus, aber ich denke mal, die wird nicht kommen, sonst wäre sie schon bei, würde ich mal sagen. Aber ich fand das mit den Pellets pressen und so eigentlich immer ziemlich nice.
Gut, bei mir hat der Verkaufstrigger zwar überhaupt nicht funktioniert, aber es wurde exzellent in Modkarten auch eingebaut. Also das fand ich schon echt geil. Oh ja, die Big Pack ist geil. Das soll jetzt nur ein kurzes Vergnügen werden, aber es war ein Vergnügen. Es hat sich gelohnt. Doch wieder auf Quaderballen gehen? Und die Rundballen ist er vergessen? Ja, ich weiß nicht. Rundballen sind so angenehm zu transportieren. Wisst ihr? Bei Rundballen kannst du so 11.000er pressen und 24 Stück davon mitnehmen auf den Anhänger. Hast du hier halt nicht. Hier kannst du so 16 mitnehmen. Das ist halt das, was schade ist. Deswegen meinte ich ja schon mal, so Rundballen sind die neuen Quaderballen. Weil vorher war ja so standardmäßig im LS, naja, die Rundballen nicht gerade geil. Weil da ist auch standardmäßig kein Autostack, also kein Selbstlader, nicht Autoload, sondern ja Selbstladen halt. Hattest du im Standardspiel nicht. Und ja. Und daher war das schon mal verladenstechnisch scheiße. Was schon mal ein Minuspunkt war, und dann hattest du halt, ja, nur halt Standardgrößen, ne? Du konntest ja, egal welche Maschine du hattest, 4000er Ballen waren ja standardmäßig. Ich weiß, mit Modscreens höher, aber jetzt, wir reden jetzt nur vom Standard. Und ja, das war halt scheiße. So hast du natürlich lieber Quaderballen genommen, weil du da zumindest so einen Autostack-Anhänger hattest, der das selbst aufstapelt. Musstest du nicht immer so komisch verladen. Aber ja, so ist es halt, ne? Jetzt hoffe ich mal, dass ihr den Patch wirklich, dass der Patch wirklich diesen Beinsammler hier gefixt hat. Das ist jedenfalls der Plan. Weil der Plan stand schon, bevor ich wusste, was in den Patch Notes drin steht, dass wir das so machen. Aber jetzt, wo ich weiß, dass es wieder gehen oder dass es vernünftig gehen soll, hoffe ich natürlich darauf, dass ich hier nicht enttäuscht werde. Und komm hier. Ja, du bist bald wieder voll. So, einfach B drücken und dann geht los, ne? Ja. Sehr schön, schön die Beine mal lockern. Immer mit dem Tränker drüber. Dann sind die schon locker und willig verladen zu werden. Aber ich glaube nicht, dass du immer nur ein Bein auf dieser Spur haben kannst, oder? Also ich glaube, jetzt würde schon gleich der nächste kommen. Ich weiß es nicht, das ist nur eine Spekulation, aber... Ich kann mir nicht vorstellen, dass der gut ist, dass so lang... ...sam gehen muss, aber obwohl, ne, da werden die natürlich auch verladen. Ich denke schon, dass sie das da so ein bisschen realistisch schon gemacht haben, dass man da halt warten muss. Was habe ich mir dabei gedacht bei den ganzen Ballen? Was habe ich mir gedacht, das so zu machen? Weil ja locker 50, 60 Ballen, wenn nicht sogar mehr. Wahrscheinlich sogar mehr. Sehr wahrscheinlich sogar mehr. Aber ist egal. Das soll uns gar nicht stören. Wir ziehen hier durch. Voll? Nein. Ne, wir haben hier auch noch die Rapsernte am Laufen. Konzentrieren wir uns darauf auch ein bisschen. Und dann geht das schon. Ich werde die Bahn hier auch erstmal durchziehen. Und dann werde ich das für euer Wille auch, ja, wie soll ich sagen, alleine machen. Und zack. Genau so soll das laufen. Und sonst ist das halt durch den Boden durchgegangen, der Ball. Die Animation kam, hat aber nichts bewirkt, der Ball war einfach zack durch den Boden durch. Aber bis jetzt, der erste Ball hat ja funktioniert. Dazu muss man sagen, vor dem Pitch haben auch manche Ballen funktioniert. Also gucken wir uns erstmal den zweiten an, wie es da aussieht. Ich werde die auch auf den Haufen fahren. Also sprich, wenn der voll ist, werde ich erstmal zu dem anderen fahren und den da abwerfen. Einfach, damit ich später mit dem Verladen leichter habe.
dass ich nicht zu oft hin und her muss. Einmal speichern. Und du holst hier mal bitte die Ladung ab. Also bis jetzt macht der Helfer wirklich sehr guten Job. Freut mich. Freut mich. Dass er doch, ja, recht zuverlässig ist. Also, mit allem ist. Wie er so beim Mittagstisch sich anstellt, kann ich nicht sagen. Dafür kennen wir uns zu wenig. Okay, na, wer hat noch Bock, den Miniball zu verladen? Mal gucken. Oh, nicht hier rüber tanzen. Rüber tanzen zählt nicht. Toll. So. Und hier nochmal den einen mitnehmen. Ja, und dann nach 60 weiteren gefühlt können wir uns anderen Jobs widmen. Ja, ich bin gleich da. Ich bin gleich da. Ich muss ja die neue Reihenfolge gucken. Wie das jetzt so ist, weil der JCB wurde umgebaut, wodurch er ja jetzt auf einer anderen Position gerutscht ist, weil er jetzt quasi wieder als neues Fahrzeug zählt. Nervt. Ist aber so. Ist aber so. Lalala. Zum Glück habt ihr das nicht gesehen. Und jetzt kommen wir. So. 10 Stück haben wir schon wieder. Also bald ist der zweite Ball. Naja, was heißt der zweite Ball? Bald ist hier wieder so der ganze Stapel zusammengebunden zu einem großen Ball und können wir nach hinten fahren. Lassen wir ihn rollen. So, noch einen Ball bitte. Und dann ist gut. Dann nehmen wir uns erstmal den großen Rundballanhänger und verladen den Rundball. So. Hoffentlich seht ihr das auch so. Dass wir jetzt den großen nehmen. Das heißt den großen, also den Ballensammelwagen für Rundball. Rundballenladewagen. Und sehr gut. 2 von 2, sage ich nur. 2 von 2. Ja, jedenfalls hier sieht man jetzt, sind die ganz klein zusammengeschnitten. Wir können den jetzt auch mit R aufschneiden. Und dann hätten wir wieder den großen Ball in 14 kleine Ballen. Muss man ein bisschen aufpassen beim Verladen, dass man nicht spontan rangeht und alle Ballen eher drückt. Aber solange das nicht passiert, man nicht so einen spontanen Aussetzer hat, sollte das Verladen locker flockig leicht funktionieren. Mit diesem Anhänger da. Und dann sind wir um Strohballen reicher. Grasball natürlich. Da ist kein Stroh drinne. Ist keine gestreckte Ware, also ja. Versteh mich nicht falsch. No Strecking, no Strecking. Aber hier sind die großen Strohballen. 1,80 Meter Durchmesser, 11.000 Liter Stroh. Nummer 1 ist drauf. Das meine ich halt. Das ist so ein Quaderballensegment. Ist ja undenkbar, solche Ladung garantiert mit einem Anhänger verladen zu können. Wenn ihr seht, so, 3 sind geladen, jetzt geht's weiter. Schiebt da weiter, ist wieder bereit zur Aufnahme. Und so, 5 Stück drauf. Sieht aber auch nice aus, oder? Diese Riesendinger. Wer steht nicht auf Riesendinger? 11.000 Liter, sage ich nur. Mit einem Ladewagen könntet ihr damit so, ja, nicht mal 5 Stück mitnehmen. So 4,5. 4,5 Ballen könntet ihr gerade mit einem Ladewagen im Vergleich laden. Ja, ich habe hier gerade 8 drauf. So, 9 Stück. 9 Stück jetzt. So, jetzt müsstet ihr schon zweimal mit einem Ladewagen gefahren sein, um die gleiche Menge transportieren zu können. Und ich nehme nochmal einen Bonus auf und habe eine Fahrt. Eine einzige Fahrt habe ich. Gott. Jetzt ist natürlich die Frage, wohin mit dem Ball? Hätte man sich theoretisch auch vorher überlegen können. Ja, weiß ich. Aber wer überlegt sich denn alles immer schon vorher? Gott. Du wartest hier. Ach,
Du bist doch gar nicht fertig. Ich dachte irgendwie, der ist fertig. So, dann fahren wir. Nee, fahren wir nicht. Ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge, Leute. Wie immer, danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi.